Herr Dr. Jürgen, herzlichen Glückwunsch für den Preis des Jahres. Worauf sind Sie besonders stolz? Was zeichnet das, was Sie getan haben, besonders aus? Also ich bin stolz darauf, dass wir in einer Branche wie Transport es schaffen, so einen Preis zu gewinnen. Und das zeigt, dass die Transportbranche viel digitaler und viel moderner ist, als es vielleicht den Anschein hat. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Supply Chain auf der Straße, eben End-to-End, sage ich mal, von Kunde, wir, Lieferant, voll digitalisiert haben mit automatischen Meldungen über Bestände, Wiederauffüllstrategien, Working Capital und vollautomatisierte Planung von unseren Transporten. Das ist eine große Leistung, die im Rahmen jetzt des IT-Einsatzes für heuer erreicht wurde. Sie hatten die Digitalisierung angesprochen. Das ist ja etwas, das, womit sich ja die meisten CEOs beschäftigen, wie wir heute Abend erfahren haben. Könnten Sie uns, eben damit wir das auch verstehen, so ein, zwei Beispiele nennen, wie die Digitalisierung in Ihrer Branche, speziell in Ihrem Unternehmen aussieht? Da gibt es sicherlich viele Beispiele. Ich greife mal so ein, zwei raus. Ein vielleicht griffiges aus dem Alltag ist, wir fahren Gefahrgut, Chemikalien, Explosivstoffe. Die Lkw-Fahrer müssen permanent trainiert werden auf neue Vorschriften zum Beispiel. Das war früher vor der Digitalisierung, musste also ein Fahrer, der die ganze Woche unterwegs war, samstags noch zur Schulung kommen. Heute streamen wir Schulungsvideos auf die Onboard-Truck-Computer, sodass wir also neue Gefahrguttrainings als Video ausliefern können in den Ruhezeiten, die ein Fahrer sowieso im Rahmen seiner wöchentlichen Trips hat und die er dann nutzen kann für Schulungen. Das ist ein griffiges Beispiel. Können Sie noch ein zweites uns sagen? Ein anderes gutes Beispiel ist, was mir jetzt einfällt, ist, wir statten unsere Tankcontainer mit Sensorik aus, die wir global abrufen können, wo wir nicht nur die Position, sondern auch die Temperatur des Transportgutes, den Druck messen können, Schock, ob der Container gestoßen oder hingefallen ist auf dem Schiff zum Beispiel. Können damit auch neueste Anforderungen wie das wie SOLAS erfüllen, wo wir einfach das Füllgewicht über Druckdichte, Temperaturmessungen automatisch wiederum melden können an Häfen, an Empfangsstationen. Letzte Frage, Herr Dr. Jürgen. Was steht nächstes Jahr an? Sie haben jetzt gewonnen, jetzt können sich die Leute ein bisschen freuen, aber was sind so die nächsten Herausforderungen, was erwartet Sie nächstes Jahr? Also uns erwartet sicherlich, wir haben jetzt Meilensteine erreicht. Uns erwartet jetzt mit noch mehr mathematischen Algorithmen zu noch mehr Automatisierung der Transport- und Logistikkette zu kommen. Noch mehr automatisierte Planung, noch mehr automatisierte Repositionierung von Leercontainern zum Beispiel global, was ein großer Kostenfaktor ist. Da ist viel Optimierungspotenzial noch drin und das werden wir jetzt als nächstes auch angehen. Vielen Dank.